Willkommen zurück zu Let's Play Rias 2. Es freut mich, euch hier wiederzusehen, beziehungsweise, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir gehen zum nächsten Planeten und werden dort diesmal mit dem Erfinder spielen, um zu schauen, was wir jetzt alles Schönes machen können. Wir nutzen dafür nicht den Sumpfriesen, den werden wir erst später nehmen, wenn wir weitere Dinge für den Sumpf freigeschaltet haben, beziehungsweise für den Dschungel. Wir gehen eher mit dem Waldriesen wieder mit rein und bleiben natürlich bei der Krabbe und natürlich auch unserem Steinriesen, um die Wüste und das Meer mit dabei zu haben. Alles andere gucken wir uns später an. Wir gehen jetzt auch in die mittelalterliche Ära. Das heißt, wir dürfen jetzt bis zu drei Ären fertig machen. Einmal die antike Zeit, die erste Ära und die zweite, die mittelalterliche. Auf geht's. Alles andere bleibt wie gehabt und da ist unser Erfinder. Nach und nach dürfen wir natürlich sowas wie die Jägerin oder später auch andere Leute, den Bergarbeiter, weiter freischalten. Das ist jetzt noch nicht der Fall, das kommt aber dann mit dazu und wir bauen jetzt natürlich auch hier wieder erstmal unsere Wälder mit auf. Der Erfinder darf sich hier niederlassen. Ich werde ihn extra weiter nach rechts bringen, weil ich natürlich hier hinten noch ein bisschen was anderes mit hinstellen werde. Vielleicht irgendwas, was zusätzlich dafür sorgt, dass er noch mehr Technologie bekommen kann. Der Erfinder möchte natürlich Technologie haben. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, irgendwas, was Technologie bringt, mit ranzuholen. So wie zum Beispiel die Esche. Die Esche stellen wir jetzt erst einmal hier mit hin. Haben wir vielleicht Mineralien, die Technologie bringen? Der Moosachat gibt Gold und der Moosstein 20 Technologie. Packen wir den Moosstein mal hier mit hin. Der ist zwar nicht innerhalb der Grenzen, aber die werden ihre Grenzen schon dorthin erweitern. Das machen sie am Anfang zumindest gerne. Die Technologie ist jetzt schon genug. Und der Erfinder möchte jetzt 10 Technologie haben und hat dafür gesorgt, dass weitere Nomaden zur Verfügung stehen, dadurch, dass wir seine erste Aufgabe erfüllt haben. Wenn wir auch die zweite erfüllen, kriegen wir eine weitere Zugladung mit dazu. Beginnen wir mit der nächsten Situation. Ich bin am Überlegen, wo wir die Wüste mit hinpacken. Ich glaube, die setzen wir mal hier hinten mit hin. Das stört sie mich weniger. Viel Spaß beim Wandern, lieber Riese. Und du kannst das Meer erstmal hier mit hinpacken. Braucht auch nicht so groß zu sein. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendein Seevolk bekommen. Es gibt zwar noch die Piraten, aber die werden wir erst später freischalten. Das einzig Störende an dem Bad, und deswegen werde ich ihn auch in der nächsten Folge abnehmen, ist, dass man keinen Kaffee trinken kann. So, der Händler möchte Gold als Priorität haben und der Weise möchte natürlich Nahrung haben. Er ist aber sehr einfallsreich, der Händler. Wir nehmen mal den Händler mit dazu und weil es um Gold geht, kommt er hier vorne mit hin und kann sich dann hier auch weiter ausbreiten. Das ist völlig in Ordnung. Die laufen los. Und du möchtest natürlich noch mehr Technologie haben, dann gucken wir mal bei den Zügen, ob wir denn irgendetwas schon implementieren dürfen im Wald. Ja, sogar etwas, was Technologie bringt, nämlich Antimon. Antimon und auch Zinn sind sehr wertvoll, gerade eben auch wenn es um Technologie geht. Und außerdem kriegen wir dann auch die Silberweide. Für jedes angrenzende Baumbiom würden wir dann nochmal 10 mehr Technologie bekommen. Heißt, eigentlich müsste ich auch den Apfelbaum freischalten, das machen wir vielleicht später. Dankeschön. Gut, dann beginnen wir erst einmal mit Antimon. Oder? Ne, ich will das nicht machen. Ich will was bauen, und zwar die Silberweide. Guck mal, dann könnten wir hier nämlich die Silberweide mit hinstellen. Hier grenzt ja ein Baum an. Zusätzlich gibt es weitere Biodiversität und der Erfinder erfindet etwas Neues. Das nächste Dorf steht, das ist schön, da kommen wir später zu. Wir haben jetzt glücklicherweise dadurch, dass wir eine neue Siedlung bekommen haben, wieder mehr Ähren zur Verfügung stehend. Und du darfst jetzt Zinn hier mit hinsetzen, denn 20 gibt es nochmal zusätzlich an Technologie, an Wissenschaft, wenn man dementsprechend eine Pflanze in der Nähe hat. Wenn ich das hier mit hinpacke, wäre es schade, wäre schon fast Verschwendung, weil ich eigentlich hierfür ein weiteres Baumbiom brauche. Aber ist egal, wir können ein weiteres Baumbiom dort noch mit hinpacken. So, 42 Technologie gibt es nochmal obendrauf. Es wird nicht reichen, um dann wirklich Stufe 10 bei der Technologie zu bekommen, aber wir kommen sehr weit, das ist schon mal schön. Und Antimon, für jedes angrenzende Biotikum mit einem Wissenschaftsgrundertrag, und das haben die alle drei, kriegen wir nochmal 30 Technologie mit dazu. Bau das mal hin.
Das gibt insgesamt 98 Technologie, sodass unser Erfinder jetzt wirklich richtig gut dabei ist. Der freut sich riesig. Und damit haben wir seine zweite Aufgabe ebenfalls geschafft und weitere Züge freigeschaltet. Wir könnten ihm jetzt sagen, dass er Holzfäller werden soll. Das wäre bei 3 Bäumen nicht verkehrt. Dann würde er dementsprechend mehr Technologie bekommen. Oder aber ein Werkzeugschmied, wenn mindestens Mineralien in unserer Riege mit drin sind. Es gibt für jeden Mineralienpunkt, den wir in Technologie bekommen, nochmal plus 1 dazu. Das heißt bis zu 98 aktuell, dadurch, dass wir Antimon haben, was das einzige Mineral ist. Ich glaube, Zinn zählt nicht mit dazu. Dementsprechend nochmal plus 1 heißt das Doppelte. Wenn wir jetzt den Holzfäller nehmen, können wir im Höchstfall 100 haben. Das heißt, eigentlich ist der Werkzeugschmied genau das Richtige für uns. Heureka. So sei es. Und schon hat der Erfinder definitiv genug. Wir gehen zum Händler. Während der Erfinder sich hier noch weiterentwickelt, dank der ganzen Wissenschaft, können wir ihm jetzt hier was Gutes tun und nehmen erstmal als weiteren Zug die Wüste mit dazu, um Lapis Lazuli wieder freizuschalten, denn er möchte ja mehr Gold. Möchte also nicht den Strauß haben, der zwar auch ein bisschen Gold, aber auch für Nahrung zuständig ist. Wir werden außerdem dafür sorgen, dass es hier jetzt erst einmal den Topaz gibt. Obwohl, da ist der Topaz eigentlich schlecht, aber dann kann ich hier Lapis mit hinstellen, das ist okay. Topaz kommt dahin, da kommt dann Quarz hin. Denn Quarz braucht nichts weiter. Ja, die unterhalten sich schon über ihn, ich sehe das. Also einmal Quarz mit hin. Und gerne noch den Jaspis da vorne. Schon haben wir 3 verschiedene Dinge, also 3 Biodiversität. Und können für 3 Biodiversität, die wir benötigen, um Lapis Lazuli mit hinzusetzen, diesen ebenfalls mit implementieren. Und schon gibt er ebenfalls 100 wunderbares Gold. Was wieder dazu führt, dass hier das Ganze weiter steigt. Ich denke nicht auf ein Höchstmaß. Die Händler laufen los. Es ist noch etwas anderes mit hinzugekommen in Rias 2, nämlich dass wir gucken dürfen, was sie handeln, was sie machen. Und der Erfinder, der kann auf jeden Fall ganz viele Erfindungen mit freischalten. Der Händler, der kann Handelsrouten bei jeder 5. Stufe mit hinzufügen. Und je nachdem, wie viel sie handeln, können sie sogar selber ihren eigenen Reichtum weiter steigern. Die Züge können erweitert werden, 2-mal sogar. Dann nehmen wir das Meer noch mit dazu, nehmen auf jeden Fall diese wunderschöne Muschel, die liebe ich ja über alles, und gehen dann nochmal auf den Wald und gucken mal, wir haben jetzt auch den Spektrolith mit bei. Der ist neu, der ist freigeschaltet, weil wir ja die 2. Stufe jetzt bauen dürfen. Und dort gibt es auch den Bernstein, den Manul und den Spinell, die alle aber nur Gold bringen. Das bringt mir nichts für den Erfinder. Das ist jetzt natürlich doof. Der will kein Gold. Der will auch kein Obst. Muss ich später auswählen. Wir gucken erstmal, wen wir wo jetzt noch mit implementieren. Das heißt, hier könnten wir den Wald mit reinbauen. Und dort noch jemand anderes mit ansiedeln. Ich muss bloß mal gucken, wen wir denn kriegen. Entweder den Botaniker, der Wissenschaft und Nahrung braucht, oder den Bergarbeiter. Dann nehmen wir den Botaniker. Weil ich brauche jemand mit Nahrung. Wir werden so viel auch mit Nahrung haben müssen, dürfen, wie auch immer, dass wir da nicht wirklich gut vorankommen. Ja, wollte gerade sagen, da hängt ein bisschen was unter Wasser, aber das haben sie wieder geregelt. Sehr schön. Der Botaniker. Achso, ich soll ihn noch platzieren. Du da. Gehst bitte hier drüben hin. Da du Botaniker bist, brauchst du viel Platz für deine Pflanzen. Und unser Shop wurde freigeschaltet. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf den Shop und sehen, dass wir weitere Äonen kaufen dürfen. Für 6 Technologie. Oder 6 Reichtum oder 6 Bevölkerung. Aktuell haben wir 18 Technologie, 16 Reichtum, aber nur 2 Bevölkerung. Das Gute ist, selbst wenn wir es ausgeben, zählt es trotzdem noch mit rein als geschafft. Also wenn wir jetzt sagen würden, hey, wir brauchen mindestens 4 Bevölkerung, um in die nächste Ära reinzugehen, würden
was weiß ich, 10 Bevölkerung haben und schon 8 ausgeben, hätten wir nur 2. Aber es zählt trotzdem als, du hast die 4 Bevölkerung geschafft. Du hast sie zwar ausgegeben, aber du hast sie geschafft. Also das ist nicht ganz so wild. Ah, sehr schön, er hat sich hierhin erweitert. Das ist hervorragend. Und dann können wir ihm jetzt nämlich auch noch Nahrung mit gewähren. Er möchte Bevölkerung haben und auch gleichzeitig Technologie. Außerdem 2 Pflanzen innerhalb seiner Grenzen. Das heißt, wir können ihm hier ebenfalls einerseits die Esche mit hinbauen. Andererseits die Silberweide. Haben damit seine Aufgabe erfüllt. Er gibt uns gleich die nächste, dass er noch mehr Technologie und besitzt insgesamt 12 Bevölkerung auf dem ganzen Planeten. Das möchte er haben. Wir sind leider nur bei 3. Das reicht also so nicht. Du bekommst jetzt erst einmal entweder den Handelsposten. Es würde 4-mal geben, wenn 2 individuelle Biotika mit einem Goldgrundertrag innerhalb der Grenzen vorhanden sind. Individuelle Biotika mit einem Goldgrundertrag haben wir eigentlich. Edelsteinsucher könnten wir auch bei ihm freischalten. Und es wäre sogar noch besser, weil wir mehr Edelsteine als alles andere hier mit hinbauen werden. So sei es. Und schon haben wir Edelsteine und jede Menge Gold noch einmal für den Händler. So kann er sich noch weiter steigern. Wir gehen zurück zu dir. Wie sollen wir das machen? Du möchtest 3 Pflanzen innerhalb der Siedlung haben, dann werde ich dir mal noch mehr Pflanzen mit hinpacken. Aber dafür muss ich bei den Zügen noch die Pflanzen freischalten. Dann nehmen wir jetzt statt den Schweinen, Brombeeren und sonst irgendwas, lieber den Apfelbaum noch mit rein. Das interessiert den Erfinder wenig, aber wir haben leider nicht so viel Technologie, das tut mir echt leid. Und könnten den Birnenbaum hier mit hinstellen. Du freust dich, du hast nämlich weitere angrenzende Baumbiotika. Ihr erweitert euch. Und wir stellen hier auch gerne noch den Apfelbaum mit hin, um noch mehr Essen ranzubekommen. Und der Botaniker erfindet etwas Neues. Ja! So, du könntest den Holzfäller bekommen, würdest dann mehr Technologie erhalten, die brauchst du ja so oder so. Deswegen nehme ich den mit rein. Er hat sowieso 4 Bäume, das ist hervorragend. Damit haben wir es geschafft. Besitze insgesamt 12 Bevölkerung, wir haben nur 10, das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ist mir auch egal. Hauptsache, wir haben es geschafft. Das heißt, alles ist abgeschlossen und wir könnten in die erste Ära voranschreiten. Dann machen wir das doch, oder? Wir kriegen außerdem plus extra Wohlstand dafür, dass wir weitergegangen sind, ohne dass wir alles an Äon verbraucht haben. Wir können jetzt ins Zeitalter des Eisens voranschreiten. Da waren wir noch nicht. Wir waren ja vorher im Zeitalter der Philosophie. Dadurch, dass wir die schon abgeschlossen haben, würde ich dann doch eher ins Eisen voranschreiten. Und dann sollen wir 10 Technologie auf dem Planeten haben, die wir ja vorweisen können. Das ist kein Problem. Außerdem habe 4 Mineralien auf dem Planeten, habe 20 Technologie und 40 Wissenschaft from the große Schmiede und habe 80 Wohlstand auf dem Planeten. Das wird alles noch ein bisschen dauern. Ich bin tatsächlich am Überlegen. Die Philosophie war was anderes. Da sollen wir nur Technologie und Bevölkerung haben und dann den Wohlstand auf 80 bringen. Ich glaube, wir gehen ins Zeitalter der Philosophie. Zeitalter der Monumente hatten wir schon. Da waren wir durch, komplett. Dann nehmen wir das hier. Und dann soll aber der Erfinder mehr aufweisen können, wenn ich das richtig sehe, denn er scheint hier die Hauptperson zu sein. Auf in die Philosophie. Das andere können wir später machen. Stern Nummer 1 haben wir schon. Wir sollen jetzt nur noch für Bevölkerung sorgen auf dem Planeten. Nur das kriegen wir doch schnell hin, oder? Die Technologie steigt weiter, weil er jetzt der Erfinder der Philosophie ist. So, dann bauen wir hier mal den Birnenbaum. Nicht. Ich hätte gerne noch den Apfelbaum. Wir können aber auch Blaubeeren noch mit hinzupflanzen. Die kommen jetzt mal hier mit hin, direkt neben der Siedlung, in der Hoffnung, dass sie uns noch ein bisschen mehr bringen. Dann könnt ihr auch noch einen weiteren Apfelbaum haben, das würde mich freuen. Der Erfinder möchte noch einmal mehr Technologie haben, die kriegt er gleich. Zuvor bauen wir hier den Apfelbaum mit hin.
So, Obstgartenbonus durch die Blaubeeren. Schon haben wir nochmal 60 Nahrung. Das dürfte reichen, um die Bevölkerung auf dem Planeten zu steigern. Damit haben wir auch Stufe 2 geschafft, Stufe 3 geschafft und die komplette Ära abgeschlossen, ohne dass wir großartig was machen mussten. Ist das genial oder ist das genial? Du bekommst jetzt erstmal noch für deine dritte Stufe natürlich ein bisschen Wissenschaft mit dazu. Mal gucken, was ich dir geben kann. Ist tatsächlich nicht so viel, ne? Du möchtest auch noch mehr Wissenschaft um dich herum haben? Aber dafür müssten wir noch irgendwas mit anpflanzen, mit Wissenschaft. Das wäre sonst doof. Aber wir haben auch nicht so viele verschiedene Dinge. Ihr habt keinen Birnenbaum. Ich stelle euch mal ein. Nee, das ist auch Blödsinn. Dann kommt hier das Teil nochmal mit hin. Ich glaube, du musst hier das dann auch nochmal erweitern um eine Stufe. Dass wir noch ein bisschen mehr Platz haben, um dort noch was hinzustellen. Aber die Silberweide wird schon mal dafür sorgen, dass er hier noch ein bisschen was dazu bekommt an Technologie. Du möchtest, Entschuldigung, Bäume in deiner Nähe haben. Zack, mach das mal fertig. So, leider haben wir keine Biodiversität dazu bekommen. Das liegt aber daran, dass wir auch keine neuen Dinge mit angepflanzt haben und nichts der ganzen hier nochmal plus Biodiversität hat. Das ist aber okay, wir kriegen trotzdem genügend Wissenschaft, um ihn hier auf Stufe 20 zu bringen. Nee, doch nicht. Okay. Schlecht. Die Tiere geben mir nichts diesbezüglich. Ich habe ja noch Züge frei. Wir könnten ja mal gucken, was wir im Meer bekommen oder in der Wüste. Gehen wir erstmal ins Meer. Und sehen, dass wir auch den Schlammvulkan bauen dürfen. Für jedes individuell angrenzende Mineral gibt es nochmal extra. Chert, Schiffshalter und hydrothermale Schlote. Die müssen aber in der Tiefe platziert werden. Oder wir nehmen die Golftange, die aber eher für Nahrung zuständig ist. Darum brauche ich nicht mehr so sehr. Wir nehmen mal den Schlammvulkan. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ob wir wirklich in der dritten Ära auch oder in der zweiten Ära besser vorankommen. Mal sehen. Plus, was bauen wir hier noch hin? Moosstein hatten wir schon. Aber es ist die einzige Möglichkeit. Alles andere ist ausgenudelt. Du bist Zinn. Du willst nur an Pflanze angrenzen, das hast du schon. Die werden sich erweitern. So viel ist sicher. Und wir sind schon gut vorangeschritten. Wir haben sehr viel Wohlstand schon besorgt. Ich glaube nicht, dass wir viel weiter kommen, weil dafür müssten wir noch viel mehr machen. Das kriegen wir nicht hin. Sie erweitern sich nicht. Schlecht. Jetzt erweitern sie sich. Zu spät, meine Lieben, zu spät. Aber ich bin froh, das dürfte trotzdem reichen, um ihn auf die nächste Stufe zu bringen. Super. 8 einzigartige Biotika will er innerhalb der Grenzen haben. Das heißt, wir hätten eigentlich dafür sorgen müssen, noch ganz andere Dinge mit hinzupflanzen. Das machen wir jetzt auch. Du bekommst jetzt noch einen Birnenbaum, weil du den noch nicht hast. Das freut das Orakel. Dann bekommst du, weil es so schön passt, auch noch Antimon hier mit hin. Das gibt nochmal ordentlich was obendrauf an Technologie. Sodass er noch mehr Stufen erreicht. Und ja, jetzt wird es schwierig. Jetzt haben wir tatsächlich gar nicht mehr so viel. Jetzt könnten wir höchstens noch ins Meer bauen, aber das war's. Dann kümmern wir uns erst einmal um den Händler, weil das mit dem Biotika innerhalb der Grenzen werden wir nicht schaffen. Wir müssen sowieso in die nächste Ära voranschreiten, das machen wir aber später. Du bekommst jetzt erst einmal Topaz. Hier mit hin. Also hier machen wir jetzt das gleiche wie auf der Seite, dann wird er definitiv genügend Reichtum bekommen. Er soll auf Stufe 25 geraten, das werden wir schon schaffen.
Wir haben auch nicht mehr viel Äon, um in die nächste Ära voranzuschreiten, aber das Zeitalter der Philosophie ist glücklicherweise schon so gut wie abgeschlossen. Und wir kriegen ja nochmal mehr Wohlstand dann oben rauf, wenn wir diese Aufgaben abschließen. Ja, Lapis kann ich jetzt nicht weiter mit hinbauen. Das wird im Moment noch nichts. Wir werden dich mal hier noch mit hinstellen. Und dann die Sandkatze dort mit ran. Der Botaniker möchte jetzt wieder mehr Bevölkerung haben. Und Technologie mindestens 35. Das wird noch ein bisschen dauern. Allerdings hat er schon mal genügend Pflanzen bei sich drin. Das ist sehr schön. Damit haben wir eine Aufgabe schon mal abgeschlossen. Dürfte ich Sie höflichst um ein Abonnement für diesen Kanal bitten? Vorzüglich! Sie hinterließen sogar prompt ein Like. Ich verneige mich vor Ihnen.